als Held oder Lebensretter würde ich mich nie sehen. Es gibt andere Leute, die diesen Titel eher verdient haben, aber er sagt schon, okay, ich bin für ihn sein Lebensretter. Diesen Titel würde ich mir aber niemals selber geben. Hey, ich bin Lukas und das ist meine Story. Ich bin 24 Jahre, studiere aktuell Medizin in Mainz und wohne auch hier. In meinem Studium bin ich aktuell im 7. Semester der Humanmedizin und habe jetzt die Hälfte geschafft und bleibe weiter dran, auf dass ich schnell fertig werde. Der Lernaufwand an sich ist groß, aber ich finde immer, wenn man viel Bock hat auf das, was man macht, dann fällt einem das irgendwo leichter, man hat viel Spaß dran. Und deswegen probieren wir eigentlich mit Freunden uns einen praktischen Ausgleich zu schaffen. Wir probieren nebenbei Blut an uns abzunehmen. Wir probieren im Nahtzelt irgendwie uns selber die Nahtechnik anzueignen. Und was natürlich sehr schade ist, dass man aktuell viel zu Hause machen muss und man auch einfach viel über sich zu Hause sitzt und für sich lernen muss. In meiner Freizeit treffe ich mich sehr gerne mit Freunden, verbringe Zeit mit ihnen, gehe mit ihnen spazieren, mit den Hunden Gassi. Wir treffen uns total gerne am Rhein, trinken gerne einen Wein zusammen, so wie es sich in Mainz gehört. Und ansonsten betätige ich mich sehr gerne sportlich, gehe gerne joggen. Mit meinem alten Fußballverein gibt es immer noch häufigen Austausch und Challenges. Und das mache ich dann auch sehr gerne mit, weil irgendwo brauche ich auch einen sportlichen Ausgleich zu dem ganzen anderen. Zum ersten Mal von der DKMS habe ich gehört über eine Schulkameradin, mit der ich auch noch sehr guten Kontakt habe. Bei ihr war leider das tragische Problem, dass ihre Mom an Leukämie erkrankt war. Und darüber habe ich eigentlich so das erste Mal wirklich von der DKMS gehört. Meine Registrierung war im Jahr 2015, glaube ich. Und zwar war in meinem Heimatdorf eine große Registrierungsaktion. Und da hatten wir mit unserem Fußballverein gesagt, okay, wir wollen auch mitmachen. Und da hatte ich mich damals relativ kurz und schmerzlos registrieren lassen. Was mich als Person ausmacht, ist meine Zuverlässigkeit. Also ich persönlich sage zu mir immer, das, was ich meinen Freunden oder Leuten verspreche, das will ich auch einhalten können. Einfach um zu sagen, ich stehe zu dem, was ich gesagt habe. Und wenn ich einmal einen Ehrgeiz habe, dann ziehe ich es auch durch, egal mit wie viel Schmerz oder Tränen. Der Zeitpunkt, als ich quasi von der DKMS kontaktiert wurde, war in meiner letzten Ausbildungsphase und hatte nur gesehen nach der Arbeit, ich habe einen verpassten Anruf auf dem Display, hatte zurückgerufen und war erstaunt, als ich auf einmal die DKMS an der anderen Leitung hatte. Und mir wurde erzählt, dass ich auf einen Patienten passen würde. Und am Tag der Spende waren meine eigentlichen Gedanken die ganze Zeit beim Patienten. Also ich habe mich gefragt, wer ist das, wer bekommt das, wie alt ist er, wie sieht er aus? Ich glaube, die Fragen, die einem sowieso eigentlich am meisten interessieren. Ansonsten war ich danach einfach nur zufrieden und glücklich über das Ergebnis, dass ich gesagt habe, ich habe das gemacht und ich hoffe halt, das hilft der Person weiter. Nach der Spende habe ich als allererstes meine Familie angerufen, um ihnen einfach Bescheid zu sagen, mir geht's gut, ist nichts Schlimmes gewesen, lief alles glatt. Und danach hatte ich einfach großes Interesse, hey, in wen geht denn das Ganze jetzt? Und habe daher direkt bei der DKMS angerufen und habe dann erfahren, dass es an einen 54-jährigen deutschen Mann geht. Aktuell habe ich sehr viel Kontakt zu dem Patienten. Der Patient heißt Horst, kommt aus Köln und ist mittlerweile 57 Jahre alt. Und wir stehen im regen Austausch. Den ersten Schritt hat Horst gemacht. Ich war damals auf Arbeit, als ich die Mail von der DKMS bekommen habe und dem Patientenkontakt quasi hergestellt wurde. Und er hatte mir eine Mail geschrieben, hat mir erzählt, wie es ihm geht, dass er sehr hofft, mich bald kennenzulernen. Dadurch hat sich dann unser erstes Treffen auch ergeben. Es war nie wirklich ein Gefühl, dass wir uns fremd sind oder irgendwas, sondern als wäre schon eine Verbindung da. Das hört sich jetzt komisch an, aber man hat mittlerweile schon das Gefühl, man hat eine neue Person im Leben gefunden, die einen weiter ergänzt. Das war meine Story. Wenn du Lust auf mehr Stories hast, dann klicke hier. Oder werde Selbstspender und registriere dich auf dkms.de.